So, hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Subnautica. Es geht weiter mit ein paar kleinen Lags und wir müssen weiter craften. Beziehungsweise ich brauche erstmal was zu trinken und ich glaube, da habe ich noch was hier, Proviant, oder? Genau, das hat man standardmäßig schon drin und auch was zu futtern. Perfekt, und dann brauchen wir das einmal jetzt kurz auf. Ich habe es eingelagert. Ich bin ein Genius. Wunderbar. So. Gleich mal mitnehmen. Da haben wir nämlich gefiltertes Wasser. Das gibt uns etwas mehr von unserem Durst zurück. Und wir können was essen. Perfekt. Und wir haben ein neues Medikit. So, was genau könnten wir denn jetzt noch craften? Wir bräuchten auf jeden Fall, ich würde sagen, erstmal Flossen. Und dafür brauchen wir Silikongummi. Wo ist das Viech? Das ist so laut. Da! Du bist zu laut, Kollege. Den Fisch kann ich einmal scannen. Und ich glaube, den nehme ich dann auch gleich mit. Einfach damit wir genug zu trinken dabei haben. So. Genau, für die Flossen benötigen wir Silikongummi. Und wo ist. Oh. Scan, 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 scan. Und mitnehmen. So. Und dich kann ich auch gleich noch mitscannen. Na. Es geht nicht, wenn da Luft ist. Ist ein Blödsinn. Okay. So, jetzt noch einmal atmen und dann holen wir uns das Silikongummi. Das sind nämlich diese leuchtenden fischeiermäßigen Dinger. Die Pflanze könnte ich auch ein bisschen scannen. Die Sache ist nur, hier sind diese Raubfische und denen möchte ich nicht zu nahe kommen. Ich sollte vielleicht auch noch mal kurz nach oben. Sind hier oben auch welche? Bitte nicht. Ich bin halt genau neben so einem Feld. Das ist doch echt super creepy. Schaut euch das mal an. Du weißt nie, was unter dir schwimmt. Ich kann mich noch daran erinnern, da waren wir an einem See grillen. Das haben wir standardmäßig jede Woche gemacht. Und dann bin ich dort schwimmen gegangen. Da war ich noch jung. Und dann hat sich Seegras oder was auch immer um meinen Fuß verheddert. Und ich habe so eine Panikattacke bekommen. Das hat mich total fertig gemacht. Ich denke mal, das kann man auch verstehen. Wie gesagt, ich war jung und es hat mich halt wirklich festgehalten. Oh Oxygen. Gott. Schwimm, 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 schwimm. Okay, alles gut. Genau, und seitdem, glaube ich, habe ich wirklich Angst vor tiefen Gewässern und einfach vor dem, was unter mir liegt. Aber gut, das ist ja jetzt erstmal nur so eine Geschichte aus meiner Vergangenheit. Das kann sich ja noch ändern. Vielleicht mit Subnautica. Auch wenn ich das nicht denke. Aber okay. Silikongummi, perfekt. Mach ich aus 2 oder 3? Aus 2, perfekt. Wunderbar. Dann kann ich noch eins herstellen. Genau. Und dann stelle ich einmal die Schwimmflossen her. Die erlauben uns es jetzt etwas schneller zu schwimmen, soweit ich weiß. Ah, okay, gut. Ja. Also, ja, steht ja da, wandelt vertikale Bewegung der Gliedmaßen unter Wasser in Vorwärtsschub um. Und wir haben noch einmal Silikongummi über. Was genau könnte ich denn? Das Messer. Genau, das Messer wollte ich craften. Und dafür benötigen wir. Mal schauen. Ich finde es nicht. Messer? Da. Titan und Silikongummi. Perfekt, das können wir herstellen. Wunderbar. Messer ist wichtig, damit können wir uns gegen alle möglichen Viecher wehren. Und dann stellen wir gleichzeitig auch noch Wasser her. Einmal. Und noch einmal und das andere verarbeite ich zu essen. Genau. Schön. Das kann ich mir gleich reinziehen. Es gibt mir nicht viel. Und einmal Wasser. Und den Rest könnte ich einlagern. Ja. Ja, ist ja gut da draußen.
Und aus dem Quarz mache ich einmal Glas. So. Jetzt mal schauen. Was wir auf jeden Fall auch noch benötigen, sind Pressluftflaschen. Und da können wir auch. Mir fehlt noch ein Quarz. Dann könnte ich theoretisch. Wie viel habe ich? An zwei. Ein Quarz und einmal Titan. Dann könnte ich mir Pressluftflaschen herstellen. Und das möchte ich auf jeden Fall. Da hätten wir Titan. Oh, doch nicht. Und du bist? Auch Metallschrott. Okay, so. Und jetzt fehlt nur noch Quarz. Oh Gott. Hat es mich bemerkt? Es hat mich bemerkt? Oh Gott. Okay. Alles gut. Es mag mich nicht. Ich mag es nicht. Ich möchte die Pflanze da, aber nee, ich habe kein Messer mehr. Ja, Early Access. Seit Jahren. Aber hey, das Spiel ist wirklich gut. Ich hoffe, das sieht man auch. Es sieht schön aus. Es läuft eigentlich. Ich würde sagen, würde ich es nur noch auf hoch stellen, anstatt auf super hoch oder wie auch immer, würde es super gut laufen. Aber ich möchte es wirklich grafisch bombastisch. Da wäre noch ein Quarz. Wie viel haben wir denn? Zwei, das bedeutet ein Glas. So, jetzt noch ein Quarz und dann kann ich zurück in die Base. Ein Quarz, 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 Quarz. Die Sachen respawnen auch nach, ich glaube, paar Tagen. Also ihr müsst jetzt nicht unbedingt immer irgendwo anders hin. Und vor allem nicht allzu weit weg von eurem Spawnschiff aus. Wenn man stirbt, spawnt man auch wieder dort, was ganz nett ist. Es gibt aber auch, soweit ich weiß, einen Hardcore-Modus, wo du deine Items verlierst und so, die du bei dir hast. Das ist im normalen Überlebensmodus jetzt nicht so. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es einfach reeller wirkt, wenn das so wäre. Oh, schön. Die Dinger sind selten, soweit ich weiß. Pirscherzahn. Mal schauen, was ich damit anfangen kann. Aha, okay, das Körper, der Körperbau und das Verhalten von denen kann ich jetzt sozusagen damit so ein bisschen studieren. So, dann können wir jetzt uns ein paar Pressluftflaschen erstellen und wir haben eine neue Nachricht. Das steht da unten. Die Sachen sind leider nicht komplett vertont. Rettungskapsel 3. Ernsthaft 3 Ende. Okay, das bedeutet, uns wird jetzt angezeigt, da hinten ist eine Rettungskapsel. Da können wir dann gleich hin. Weil dort, wie es aussieht, andere Überlebende sind. Was fehlt? Titan. Und Glas. Ich muss Glas herstellen. Erstmal Glas und dann Titan. So. Diese Geräusche machen einen schon so ein bisschen fertig. So, dann Ausrüstung und noch zweimal. Perfekt. Jetzt haben wir 135 Atem. Jetzt können wir etwas länger unter Wasser bleiben. Okay, sieht doch gut aus. Ist ein guter und solider Start. So, die Rettungskapsel ist über dem, also durch dieses tiefe Feld durch. Das ist nicht schön. Gefällt mir nicht. Was könnte ich noch craften? Mal schauen. Ein Computerchip und Batterie. Ich würde sagen, erstmal eine Taschenlampe. Da. Batterie und Glas. Ich brauche noch mehr Quarz. Und für die Batterie die Pilze und Kupfer. Das bedeutet die Pilze. Und Quarz sollte ich eigentlich schnell entdecken da. Das sieht man in der Nacht immer ganz gut. Generell, oh, es sieht so schön bei Nacht aus und es ist laggy. Es ist ja wunderbar. Da ist noch eins. Schön.
Man sieht es wirklich, wie lange ich jetzt unter Wasser bleiben kann. Bin ich mal bei 100. So, und rein da. Und jetzt können wir noch mal Glas herstellen. Und die Batterie. Kupfer. Kupfer, Kupfer, Kupfer. Ich hab kein Kupfer. Verdammt. Verdammt. Okay, dann holen wir uns Kupfer. Ich denke mal, das war hier drüben. Da irgendwie. Da. Nein. Gott, das ist so tief. Ich will da nicht hin. Oh, ich dachte schon, was schwimmt da? Okay, wo ist diese dicke Muschel-Dings da, Bumster, wie heißt das? Die Korallenröhre, meine ich. Ganz genau. Die war hier irgendwo. Wenn ich doch nur wüsste, wo. Und wenn das Wasser nicht so dunkel wäre, ich weiß gar nicht, ob ihr überhaupt etwas erkennt. Aber es sieht hübsch aus. Das tut es. Hier war doch so eine Korallenröhre, so eine ganz große. Die hat hier irgendwo durchgeführt. Es ist nicht die. Ist ganz sicher nicht die. Die war unter Wasser. Und im Boden so teilweise. Keine Bombenfische. Nee, hier war es auf jeden Fall nicht. Ich täusche mich da nicht. Die war hier irgendwo. Ich suche jetzt. Da ist sie. Das hier meinte ich. Genau. Wo ist mein Messer hin? Hatte ich nicht gerade die ganze Zeit ein Messer? Wo ist mein Messer hin? Blei möchte ich nicht. Titan möchte ich nicht. Ich brauche Kupfer. Oh Gott, ist das creepy. Kupfer. Wo ist mein Messer hin? Habe ich das abgelegt aus Versehen? Oh mein Gott. Wo ist das Ding? Das ist ja unfair. Ich möchte das nicht nochmal herstellen. Fuck. Also abgelegt habe ich's. Ich hab's doch nicht abgelegt oder weggeworfen. Noch schlimmer. Hab ich's. Ich muss mir das in der Aufnahme unbedingt anschauen. Was habe ich damit gemacht? Oh boy. Und vor allem wo dann? Verdammt. Taschenlampe. Ah. Gott, sei halt laut. Ich möchte mein Messer wieder. Wo ist das denn hin? Fuck. So, wir haben jetzt eine Taschenlampe. Wunderschön. Ich möchte mein Messer wieder. Okay, wir müssen uns nochmal Silikongummi holen. Verdammt. Ohne Waffe wieder dorthin. Oh Gott. Oh ja, ganz laut bist du. Oh mein Gott, ich sehe nichts. Also ich sehe nur wenig. Ich weiß nicht, ob da irgendwo diese Beißerviecher sind. Die schlafen aber auch nicht. Das ist richtig blöd. Ih, wieso ist es da? Geh weg. Mag dich nicht. Ja genau, schwimm weg. Nein. Es trollt mich. Ich glaube, es hat mich nicht entdeckt. Schnell, 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 schnell. Inventar voll. Ist okay. Oh nein, da. Höher, höher, höher. Die Taschenlampe hilft auf so eine Distanz halt auch nicht, wirklich.
Aber es ist so schön. Ich kann da echt nur von schwärmen. Ich hätte gern mein Messer wieder. Das wäre ganz nett. Oh Gott. Habe ich dich noch nicht gescannt? Das hier tut mir nichts. Außer wenn ich in diese gelben Wolken gehe, die es hinten ausstößt. Ja, das ist jetzt nicht so nett. Kommst du da bitte wieder raus? Ja, ich weiß. Du hast Angst. Oh Gott. Okay. Bleiben die an mir auch heften? Oh, ich brauche Luft. Yep. Da hast du dein Oxygen. Und ins Schiff. So. Ich muss danach echt unbedingt nachschauen, wo mein Messer hin ist. Voll nicht cool. Echt nicht cool. Silikongummi. Davon kann ich jetzt ein bisschen was wiederherstellen. Zwei. Bisschen. Ausrüstung. Messer. Das war doch einfach weg, oder? Ich sehe es halt echt nicht. Ha. Ich bin, wie es aussieht, einfach ein Idiot. Kommt auch vor. Gut, was wollte ich jetzt bauen? Oh, wir haben schon den Strahlenschutzanzug, wie nett. Okay. Den können wir danach bauen. Dann, damit können wir dann näher an das Schiff. An das ganz große, weil... Ja, Radioaktivität. Wir dürfen da noch nicht so hin. Okay. Uran. Nice. Kernspaltung. Yay. Wann werden wir das denn brauchen? So weit habe ich noch nie gespielt. Ich würde sagen, ich baue jetzt dann... Den Laserschneider kann ich noch nicht bauen. Da fehlt mir ein Diamant für... Keine Ahnung, woher ich das bekomme. Aber... Was brauchen wir für den Computerchip? Silbererz, Quarz und die Tischkorallenprobe. Dann machen wir einmal das. Dafür muss ich wieder da nach hinten. Oder ich versuch's da hinten zumindest. Jetzt habe ich auch wieder mein Messer. Jetzt kann mir niemand was. Ich mache alle fertig. Wie laggy es wird, wenn ich nach oben schaue. Ist das Sandstein? Das ist Kalkstein. Ich brauche Sandstein dafür. Aber dich kann ich auch mal mitnehmen. Ist leider alles Kalkstein, wie es aussieht. Ich bin mir gar nicht sicher, wo ich wirklich Sandstein finde. Ich suche da manchmal stundenlang. Das sieht mir alles nach Kalkstein aus. Ich glaube, Sandstein ist einfach so ein bisschen heller in der Farbe und sieht halt mehr nach Sand aus. Wenn ich das richtig bemerkt hatte. Hat hier jemand Sandstein? Hallo? Lochfisch, den hatte ich noch gar nicht. Das ist ja cool. Und du bist auch gesund. Okay. Mal mitnehmen. Und dich auch gleich scannen. Die kann ich leider nicht einsammeln. So. Dann einmal kurz Luft holen und dann weitersuchen. Währenddessen einen Schluck Kaffee. Es geht doch nichts über Kaffee am Morgen. So. Oh Gott. Böses Vieh. Das sollte alles Kalkstein sein. Das ist ja blöd. Ja, Kalkstein. Ich bin mir nicht sicher. Ich schaue einfach mal unten bei den Feldern hier von den Gräsern. Dort findet man auch manchmal Sandstein. Aua, Leg. Hau ab. Gut. So kann man sich auch wehren. Und ich kann die abschneiden. Ja, ich weiß. Dann bekomme ich hier so Schlingenpflanzenproben.
Brauche ich aber nicht, um ehrlich zu sein. Sand? Kalkstein, verdammt. Ah. Ich möchte auch nicht zu nah ran. Die sind böse und beißen. Kalkstein? Kalkstein. Eckstein, Eckstein, alles muss versteckt sein. Ich müsste mir vielleicht echt mal. Sandstein! Silber, perfekt. Uhuhu. Oh Gott. Hau ab! Oh Gott, sie hauen nicht ab. Normalerweise muss man die einmal hauen und dann hauen sie ab. Und die hauen ab. Okay, perfekt. Kommt ja nicht wieder. Ich habe noch mehr für euch. Oh Gott. Ich gehe da mal da lang, ne? Oh nein, ich brauche Atem. Ich brauche Luft. Oh Gott, noch einer. Oh mein Gott. Geht weg, alle. Ah, ist auch so gar nicht scary oder so. Nö, nö, vier Stück. Alles machbar. Mein Messer ist wieder weg. Okay. Da ist mein Messer wieder. Oh, ich dachte schon, es wäre wieder weg. Nee, 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 nee. Das kann ich nicht abhaben. Habe ich was zu trinken? Nein. Ich schwimme mal weiter nach rechts. Ich glaube, da sind jetzt keine mehr. Oder weniger. Kommt nicht zu mir. Wieso schwimmen die so blöd immer zu mir? Gar nicht cool. So, hier unten. Irgendwo. Noch ein Silbererz. Dann bin ich happy. Nein, nein. Nicht zu denen. Das war laut. Ah, da hinten ist der Vulkan. Denke ich. Oder ein ganz großes Vieh. Klingt mir aber stark nach Vulkan. Oh mein Gott, ist es da tief. Wenn ich das hier allein schon sehe. Ich bin ziemlich nah am Schiff bereits. Wenn ich das hier schon sehe, ne? Nee. Ah, okay, jetzt hat Sachen gerendert. Gut. Aber trotzdem möchte ich da nicht hin. Bin ich ganz ehrlich. Nö. Bitte sei Sandstein. Kalkstein, verdammt. Wo ist mein Sandstein, wenn ich ihn brauche? Where you at? Ich denke mal, es ist echt random, wo die Dinger spawnen, oder? Falls es jemand weiß, kann es mir gerne schreiben. Kalkstein, ja, nee. Oh mein Gott, wie tief es hier geht. Huch! Was? Was war das? Ich habe das noch nie gesehen. Oh mein Gott, was war das? Das war creepy. Ich merke mir mal das so in Richtung Schiff? Nein, in Richtung Rettungskapsel 3, perfekt. Von meinem Schiff aus. Unten. Was war das? Wieso, wieso? Und was hat. Ich kann ins Log schauen gleich. Ich kann da gleich ins Log schauen und mir anschauen, was da passiert ist. Salz. Oh mein Gott, wie tief es da runter geht. Und das ist ja noch gar nichts. Später kommt man ja eben in dieses U-Boot und so weiter. Und dann kommt man mal tief. Aber das hier ist ja nichts. Wo ist mein? Da hinten. Und ich muss mitten durchs Feld. Das ist perfekt. Kommt schon wieder so ein Kollege angeschwommen. Hier. Oh. Oh Gott. Lauf. Schwimmen, meine ich. Laufen kannst du auch, wenn du magst. Da lang. Nicht noch weiter raus. Ach nö. Das sind mir zu viele. Ja, ich weiß, du bist aggro. Schwinde. Weiche. Dämon, weiche. Es ist gut, dass man die so leicht abwehren kann. Huch, achso.
Greifst du mich wieder an, ja? Oh, der da kommt jetzt. Oh, nee. Wo ist mein Schiff? Okay. Alles gut. Ich bin in Sicherheit. Perfekt. Ich muss was trinken. Bitte, bitte. Danke, danke. Und was essen. Und den Lochfisch könnte ich kochen. Mit Salz sogar. Habe ich ihn bekommen dadurch? Das war natürlich blöd. Was kann ich da herstellen? Ein Kreislauftauchgerät. Das ist ja auch cool. Okay. Gut, aber ich würde sagen, ich mache hier für heute auch mal wieder kurz eine Pause. Und wir sehen uns dann im nächsten Part, in dem ich dann irgendwas herstellen werde. Ich hätte mal vor, den Seegleiter zu bauen. Dafür muss ich mir dann die einzelnen Komponenten suchen, aber das sollte schon klappen. Und ich würde sagen, macht's gut und bis zum nächsten Mal.